Hi Leute, heute geht es um Kaffeesucht und heute wollen wir mal die Frage klären, ob du deinen Kaffee wirklich genießt oder ob du nicht ohne kannst. Und wie das Ganze bei dir ausschaut, wie du es rausfindest, ob es der Fall bei dir ist und was du gegebenenfalls auch machen kannst, um deinen Kaffeekonsum zu reduzieren, das erfährst du gleich. So, und zwar möchte ich heute mal zu Beginn einige Aussagen von Kaffeetrinkern. Ich persönlich war eigentlich nie der Kaffeetrinker, aber ist da ja häufig die Aussage, ich habe mir da so ein schönes Ritual geschaffen und ich brauche meinen Kaffee, Kaffee tut mir gut. Ohne Kaffee kann ich nicht jeden Tag starten und das ist meine Freiheit natürlich, Kaffee zu genießen. Und wo kommt man da hin, wenn ich keinen Kaffee habe morgens? Und bevor ich jetzt dahin komme, zu schauen, ob du vielleicht auch deinen Kaffeekonsum überdenken solltest oder kannst, magst, wenn du Folgendes nämlich merkst. Und zwar, ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen, die sehr viel, übertrieben viel Kaffee trinken, werden irgendwann zittrig, nervös. Und Fakt ist eben, dass Kaffee am Nervensystem spielt und auf unser Nervensystem einwirkt, ähnlich wie Schokolade auch, aber auch sowas wie Zwiebeln, Knoblauch sogar. Aber Kaffee gibt dir erstmal einen Energieschub. Du bist wieder wacher, aber dann lässt sich eben wieder fallen. Und es ist eben so, wenn du mal über einen längeren Zeitraum wirklich den Kaffee weglässt, reduziert, wirst du merken, dass du wieder entspannter bist, dass du wieder viel schneller zur Ruhe kommst. Du hast nicht mehr diese starken Energietiefs, diese starken Tiefs über den Tag verteilt, gerade auf der Arbeit. Und du fühlst dich einfach klarer, fitter, auch ohne Kaffee. Hast eben nicht mehr diese Schwankungen mit drin. Und vielleicht wirst du dann auch feststellen, wenn du am Anfang weglässt, dass da wirklich viele Entgiftungssymptome auch auftauchen, natürlich. Vielen, die Kaffee trinken, fällt zum Beispiel auch sehr schwer zu fasten zu Beginn. Und das sollte man auch vorsichtiger reinsteigen. Und je nach Kaffeekonsum natürlich auch, wie viel das war. So, das heißt, wenn du deinen Kaffeekonsum reduzierst, runterfährst, wird dein Nervensystem wieder ins Gleichgewicht kommen. Die Energie wird nicht unkontrolliert mit Schwankungen freigesetzt. Ja, diese Nervosität wird weniger, du bist ruhiger, du bist klarer. Und insgesamt bist du auch wacher über den kompletten Tag. Fitter, mehr da. Und jetzt aber zu dem Punkt. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe ja am Anfang diese paar Sprüche genannt und viele sagen ja dann, das ist doch meine Freiheit, meinen Kaffee zu genießen. So, es tut mir einfach gut, wenn ich da dieses Ritual habe, morgens einen Kaffee. Ja, dann ist es ein guter Tag. So. Und das ist häufig nämlich der Fall, vielleicht ist dir auch schon aufgefallen. Beim Alkohol ist es häufig ähnlich, da werden alle möglichen Anlässe gefunden, um was zu trinken. Und das wird natürlich auch sehr zelebriert, kann man auch machen, dann sollte man auch. Wenn man was macht, dann sollte man es auch genießen. So. Aber der entscheidende Punkt ist, häufig wird es dann als, es ist ja meine Freiheit, täglichen Kaffee zu trinken. Es schmeckt mir einfach, es tut mir einfach gut. Häufig
bezeichnen wir Dinge, die wir eigentlich nicht sein lassen können, als unsere Freiheit. Und eigentlich ist es nur wirklich deine Freiheit, wenn du an einem Tag sagst, okay, ich trinke einen Kaffee. Oder halt keinen. Und wenn es gerade mal keinen Kaffee gibt, dann drehst du auch nicht durch. Bist trotzdem gut drauf. Und ja, gehst in den Tag ohne Kaffee. Aber der Punkt ist, wenn du ohne Kaffee schlecht drauf bist, überhaupt nicht in den Tag starten kannst, dann redest du es dir eigentlich nur schön, dass Kaffee deine Freiheit ist. Was bedeutet denn Freiheit? Und dieses Wort solltest du dir genau anschauen. Freiheit bedeutet, wenn du was machen möchtest, dann machst du es. Und wenn du es nicht machen möchtest, dann machst du es nicht. Aber wenn du ohne Kaffee nicht durch den Tag kommst und dich nicht gut fühlst und den Kaffee brauchst, dann ist es nicht deine Freiheit. Dann sind es eigentlich Ketten. Ketten, die du schön verpackt hast und schön ausschmückst. Und so ist ja oft auch bei Alkohol oder sonstigen Substanzen, wo man dann sagt, okay, hey, ist doch meine Freiheit, wo kommen wir denn hin, wenn ich nicht mehr meine Maske genießen kann, hier im Biergarten. Und es soll auch jedem gegönnt sein, seine Maske zu trinken oder einen Kaffee zu trinken. Aber die Frage, die du dich wirklich stellen solltest, wie geht's dir ohne das? Und lass es einfach mal weg. Test es doch aus, probier es aus. Wie geht's dir? Und ist es wirklich deine Freiheit? Ist es ein Ritual, das du genießt? Oder sind es einfach nur Ketten, die du dir selber angelegt hast und die du schön schmückst, aber eigentlich bist du immer noch in Ketten? Was bedeutet für dich wirklich Freiheit? Und überprüf's einfach. Und wenn du merkst, okay, du möchtest vielleicht deinen Kaffeekonsum deswegen reduzieren, weil du jetzt festgestellt hast, okay, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, vielleicht ist es dann so, dass das dem eben so ist. Und wenn du es weglässt, dann fühlst du dich nicht ganz so wohl, du bist zittrig, nervös. Und wenn du am nächsten Tag dann auch keinen Kaffee bekommst, dann ist der Tag aber definitiv gelaufen. Dann solltest du wirklich schauen, den Kaffeekonsum eventuell zu reduzieren. Und dabei ist es eben sinnvoll, weil dabei kannst du eben mit Entgiftungssymptomen rechnen. Dein Körper wird dementsprechend erstmal reagieren, weil sein ganzes Nervensystem, die ganze Speicher eben durcheinander ist. Und dementsprechend, wenn du den Kaffee reduzierst, dann kann es sein, dass du erstmal nervös wirst. Unruhig, zittrig, schlecht gelaunt, Stimmungsschwankungen hast. Und das Ganze kannst du eben reduzieren bzw. vermeiden, indem du das Ganze langsam machst, Schritt für Schritt. Zum Beispiel, wenn du täglich 4 Tassen trinkst, dann reduziere erstmal eine Woche auf 3 Tassen, ein paar Wochen lang nur 2 Tassen und irgendwann bist du dann einfach nur noch bei einer Tasse zum Beispiel. Und dann kannst du dir auch mal ein Ersatzritual schaffen. Nimm irgendeinen Kräutertee zum Beispiel. Kräutertee, du kannst auch anfangs sowas wie Matcha trinken, solche Geschichten, natürliche Tees, die auch ein bisschen Koffein haben, aber dann eben irgendwann schrittweise auch auf Kräutertees oder irgendwelche andere Tees umsteigen, die dir schmecken. Und gleichzeitig hast du eben noch dieses Ritual. Und mach dir da gerne einen Plan, ein paar Wochen, je nachdem, wo du da stehst, und beachte die Punkte, dann kommt man davon auch wesentlich angenehmer weg. Und ansonsten, wenn dir das Video weitergeholfen hat und du nicht nur was diesen Kaffeeaspekt anbelangt, sondern auch in der Ernährung immer wieder Gelüste hast, Heißhungerattacken, diesen Entgiftungsprozess
durchmachen möchtest, aber Begleitung suchst, dann melde dich gerne auch mal unten drunter. Da ist ein Link zu einem kostenlosen Erstgespräch. Und dann können wir mal schauen, wie wir da bei dir zum Beispiel vorangehen können, ob wir dir da helfen können. Und wenn du ein Kaffeetrinker bist, dann kommentiere gerne mal unter dem Video, ob es bei dir eine Sucht ist oder ob du deinen Kaffee wirklich genießt. Schreib es unten drunter, mich interessiert es. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und dann bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.